So, einen wunderschönen guten Tag, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Es ist der 25. Es ist der letzte Tag der Weltspiele. Unsere Abschlusspressekonferenz heute hier. Ich glaube, eine überwältigende Zeit der Spiele haben wir erlebt. Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich will mich auch bei allen Medienvertretenden bedanken für Ihre Begleitung über die Tage hier. Das war wirklich toll, sensationell, was Sie alles hier erlebt haben, was Sie mitbekommen haben. Dabei möchte ich mich auch ganz herzlich, ganz persönlich, bevor ich anfange, bei meinem Medienteam, bei unserem Medienteam bedanken, die Sie auch so toll unterstützt haben. Wir haben hier ein großes Podium, ein vollbesetztes Podium heute Morgen. Ich darf Ihnen die Personen vorstellen, die heute bei uns sind. Wir fangen an mit Hannah Atkinson, ganz von meiner Seite aus gesehen, von Ihnen rechts außen, Sergeant Shriver International Global Messenger. Dann Leo Heckel aus dem Team Deutschland, Team Special Olympics Deutschland, Medaillengewinner im Freiwasserschwimmen. Dann Mary Davies, CEO von Special Olympics. Christiane Seifert, Sie kennen sie alle jetzt mittlerweile schon von vielen Pressekonferenzen von uns, Präsidentin von Special Olympics Deutschland. Frau Juliane Seifert, Staatssekretärin aus dem Bundesinnenministerium. Frau Nicola Böcker-Giannini, Staatssekretärin hier aus dem Land Berlin. Sven Albrecht, ich glaube, dich brauche ich nicht mehr vorstellen, CEO des Organisationskomitees und von Special Olympic Deutschland. Und mir eine ganz besondere Freude, dass wir auch bei uns auf dem Podium haben, heute hier Birgit Müller. Sie war Teammitglied bei uns hier im Media Volunteer Team, Teil von 16.000 Volunteers. Und sie wird uns nachher auch ein wenig erzählen, was Volunteergeist ausmacht. Aber beginnen möchten wir natürlich gerne mit Hannah Atkinson. Hannah, welche Erfahrungen haben Sie denn bei den World Games hier in Berlin gemacht und woran waren Sie direkt beteiligt? Well, this is my first World Games ever. My experience has been fascinating. I had been able to attend the Youth Summit, watch athletes from around the world compete at the highest level. I spoke in forums, on panels, and got to speak with Dirk on stage of the official opening ceremonies in front of tens of thousands of people on ESPN. And of course, to have the athletes. They keep us, Sergeant Shriver International Global Messengers, very busy. This week has gone by so fast. I don't want it to end. Frau Atkinson, was waren denn Ihre persönlichen Highlights hier in Berlin? My personal highlights? Honestly, I have too many wonderful memories here and amazing conversations, but two stand out. One special moment was to celebrate the signing of a new partnership between Special Olympics International and the Union Cyclist International. Another is an incredible conversation I have had with new people learning about different cultures and countries. And of course, experiencing this alongside with my fellow Sergeant Shriver International Global Messengers. Und wie hat Ihnen Berlin als Gastgeber gefallen? Well, they have done a marvelous job. The city of Berlin is very rich in history. And I feel very humbled to be here in this city. I have enjoyed taking the train here
and seeing signs and flags everywhere. The city has really welcomed us with open arms. This really shows Berlin's commitment of being unbeatable together. And you can't beat the German chocolate. Und was war denn das Besondere an diesen Spielen in Berlin, das von hier aus an den nächsten Gastgeber weitergegeben werden kann? I would say to make it grand, for sure. Every day here I have felt like I am a queen, because it's true, I felt like a queen when I got here in Berlin. I have been so welcomed, not just at the games, but in the city. Berlin is now an example of unity, camaraderie, respect, and acceptance. Our mascot this year was unity to unite countries. Berlin knocked it out of the park. And I think the next city should definitely do that too. Ganz herzlichen Dank, Frau Atkinson. Dann darf ich weitergehen zu Herrn Heckel, Leo Heckel, Teilnehmer der Weltspiele, Freiwasserschwimmen sehr erfolgreich, auch im Unified-Team mit seinem Partner Adrian Schlüter, der hier bei uns im Publikum sitzt. Herr Heckel, wir sehen Ihre Medaillen. Sie haben einige gewonnen. Erzählen Sie uns doch einmal ein wenig über Ihren Wettkampf hier bei den Spielen. Also ich fand es ganz toll eigentlich bei den Weltgames und erfolgreich war ich auch. Zweimal Vize-Weltmeister, was will man mehr? Das Highlight der ganzen Weltspiele war natürlich das Unified-Rennen mit meinem Partner Adrian Schlüter. Ja, also was auch ein Highlight war, dass ich halt gegen einen Engländer zwar verloren habe, aber mit Ehre. Und bin halt Zweiter geworden, was ja eigentlich auch schon eine große Leistung ist. Herr Heckel, wie haben Sie denn die Atmosphäre beim Schwimmen im Schwimmstadion insgesamt empfunden? Es war eine ganz positive Erfahrung. Also ich kann jetzt dazu nichts Negatives sagen. Eine positive Erfahrung, das glaube ich, war es für uns alle bei den Wettbewerben. Wir haben ja auch gestern erlebt hier, dass der Besucherandrang so groß war und wir tatsächlich auch teilweise die Hallen schließen mussten, weil so viele Menschen gekommen sind und dann auch diese Atmosphäre vermittelt haben. Herr Heckel, was werden Sie denn jetzt machen, wenn die Abschlussfeier heute Abend vorbei ist? Trainieren Sie schon für die nächsten Wettbewerbe, die nächsten Weltspiele? Ich werde mich natürlich weiter vorbereiten für die nächsten Erfahrungen und Begegnungen der nächsten Wettkämpfe. Wenn wir dann noch einmal oder ich noch einmal nachfragen darf, das Vorbereiten, wie intensiv ist denn Ihr Training? Wie oft müssen Sie trainieren, um überhaupt so erfolgreich schwimmen zu können, wie Sie das hier getan haben? Ich trainiere dreimal in der Woche, Pyramidenschwimmen, allem was dazugehört, was halt mit Schwimmen vereinbart, Beispiel Surfbahnen einschwimmen, dann wird es halt Beine schwimmen, was halt ein Schwimmen zu dazugehört und ja, und das Rest ist halt dann ein bisschen Kopfsache. Wenn du erfolgreich sein willst, musst du halt einen starken Kopf haben und darf dich halt nicht ablenken von den Gegnern. Vielen Dank. Hochkonzentriert sein, das ist auch das Geheimnis. Frau Davis, die Spiele gehen zu Ende. Timothy Schreiber, der Chairman von Special Olympics, der ja auch hier bei der Auftaktpressekonferenz dabei war, sagte zu dem Beginn der Spiele, Berlin is the most welcoming place. Können Sie uns mal Ihre Sicht auf diese Spiele mitteilen, Ihre ganz persönliche?
Well, thank you. Thank you so much. And first of all, before I get into that, I would like to congratulate Leo. What a spirit of sportsmanship that he has in his participation in his various events. And of course, Leo is representative of the other 6,500 athletes who are here. And for the rest of today, as the events wind up, you're going to hear the jingle jangle of medals all over at the closing ceremony tonight. And there is nothing more joyful, and nothing more joyful either, as the joyful, uplifting welcome that we have received from the entire country of Germany, and of course the city of Berlin in particular. And Minister representing the government here, and the organisers, from Christiana to Sven to Mark Hollemeyer, you've done just an amazing job. These will become known as the Happy Games, because every single person that I've spoken to have said there's so much joy. Why everybody's smiling? All the, you know, when you think about 20,000 volunteers wandering around with smiles on their faces, open hearts, wanting to welcome, wanting to show you directions, how to get from A to B. And Messe is a big place, and I'm not the greatest on directions. I have a fantastic team that lead me around, but often we have to check out, and just the response from the volunteers. So, you know, the host town program, 200 communities around Germany hosting all of our athletes for 4 days before the games began, to the law enforcement torch run, to the volunteers that I mentioned. It's just been an extraordinary experience for all of us. Great facilities, operational excellence and precision like I've never seen before, and the fact that we have come here and we have torn down walls of division, and instead of that we are building and have built bridges through sport to ensure that we have a more inclusive world, not just here in Berlin, not just here in Germany, but in all of our countries that are represented here. There was also a huge emphasis on our athletes as leaders, and you heard Hannah earlier describe her role and what she's been doing. But again, no matter what activity, what event, you know, our global athlete leaders that were here with the Global Athlete Congress, and our Sergeant Schreiber International Global Messengers, they were front and center in every meeting, in every aspect of the organizing of these games, from the creation of the logo right up to the planning for the closing ceremony. So a great, great joy and fun at these games, and enormous welcome from the people of Germany. Danke. Wir haben viele Höhepunkte hier erlebt, aber was mich auch einmal interessieren würde, Frau Davies, die Höhepunkte aus Ihrer Sicht, insbesondere mit Blick auf die Programme von Special Olympics in den Bereichen integrativer Sport, integrative Bildung, integrative Gesundheit und Athletenführung. Well, yes, many, many highlights, nearly too many for me to go through at a short conference, like press conference like this, but maybe just to run through the various different areas that you mentioned. First, in relation to sport, it's the first time that we had 48% of the athletes represented by females. And we want to increase the numbers in terms of participation and equality of male and female athletes. And I believe these games, they're the first to reach that 48%, so it's fantastic. Also, in terms of the inclusiveness of the games that I spoke about earlier, when you think that there were 54 sports officials that came from all over the world to officiate at these games, and we had more signings with international sports federations than ever before. And these are federations where I see the great benefit of these international federations is
when they give the message from their headquarters to the national federations in every country, the support that they're going to provide in terms of training, materials, resources, education, officiating, we can't put a number in terms of funding on that sort of support that we need at local level. We really do need to strengthen our local programming, and World Games is a huge catalyst to do that. At the earlier part of the Games, we had 700 people who attended the Global Forum, and that was incredible for me anyway to be there. Because as I was speaking at that forum, I was looking down and seeing the government represented at a very high level. I was seeing our athletes represented, our youth that were here for the Youth Summit. We had over 200 people here for the Youth Summit. We had family representation, athletes. It was nearly a microcosm of society. And to see everybody come together for the first time in two or three years because of COVID, and people felt so isolated during that time, and now the camaraderie and the interaction and the fun and the joy of being all together in one room, representative of the entire world, to me was just, as they say in the US, an aha moment. So it's the first time also at our global athlete forum that we had the election of a female representative from GB, Ciara Byland, to be the chairperson of the Global Advisory Committee, and she will also take on the role of a member of the Board of Directors of Special Olympics International. So these are all huge advances. I just want to mention the Healthy Athlete Program as well, because first of all, our athletes face enormous disparities when it comes to their health. And we see that even reflected in the Healthy Athlete Program here and all of the screenings. Again, it's another first for these games that we had 98% of delegations attended the Healthy Athlete Program. Now, I'm not sure whether the day of the rain helped that, because some of the events had to be cancelled, so a blessing in that sense. And they came and attended. And when you see athletes who couldn't hear properly leave with hearing aids and be able to fully participate and hear everything, and when you see athletes leave with eyeglasses that couldn't see properly before, and everybody was offered, all our athletes were offered sunglasses also. So really, to Lions Club and Starsky that were involved, Starsky Cares, the effort that they put in to satisfy all of the athletes was just amazing. And very quick story, there was an athlete from Uzbekistan, and she was 13 years old, and she went and had her hearing tested, and she needed hearing aids. But when they went to fit the hearing aids that they had there, she said, "Oh no, I can't do that, because I'm bullied enough when I go back to my country, and I'll just be mocked and laughed at because I have hearing aids at 13. And they just said, "Okay, no worries, come back tomorrow and we'll have a solution for you." And overnight, they sent all her details to France, where they make the hearing aids, and came back the next morning, hearing aids that were minute. You just could not see them. And I saw them, and I just couldn't believe it. And the athlete came that afternoon and collected them, and she was just full of happiness and joy and gratitude for what she had just received. And she can confidently go back, hear everything, but not feel that embarrassment of having hearing aids. So these are just some stories that were a great result of the games.
kann Ihre Begeisterung ja förmlich spüren, auch hier. Wenn ich jetzt neben Ihnen sitzen würde, würde ich wahrscheinlich die Gänsehaut sehen auf Ihrem Arm, die Sie haben. Aber wir hatten noch zwei Fragen vorbereitet, aber die fasse ich jetzt einmal kurz zusammen. Sie haben viel erlebt in Ihrer Zeit bei Special Olympics, haben selber auch schon Weltspiele organisiert. Was würden Sie sagen, was nimmt Special Olympics als Organisation mit für die nächsten Weltspiele und für die Zukunft? Und was kann das Erbe dieser Spiele sein, auch für Special Olympics Deutschland? Yeah, well, there's a great opportunity for lots of expansion. I talked about the local program and the importance of local program development. But when you think of the fact that you have 200 communities now all over Germany that hosted the world, you can now say to them, please host your own people here in Germany and open up your facilities and your schools and your health clinics and ensure that they are inclusive of people with intellectual disability and our athletes. So that's a great opportunity now to pivot from being a host town to being a network to support inclusion and Special Olympics. You've got a huge volunteer force, 20,000. They're going to be devastated that these games have come to an end because of what they have experienced. And none of us want the games to finish, as Hannah said, but the volunteers particularly, they will want to remain engaged. And again, the thing is that you will be prepared, and I know Special Olympics Germany will be ready and prepared to invite all of those volunteers to participate in various different aspects of the games. You have trained clinicians, health clinicians now, from the Healthy Athletes program, and they will go back into their communities and they'll be more inclusive and they'll become trained the trainers and they'll train others to be more inclusive. And of course, I can't stop without mentioning the opportunity for awareness, greater awareness, and this allows me the chance to thank the media, because the media have done a stunning job at these games. So nearly 2,000 members of the media here, and all great stories. Every time I open my social media channels, I see another story, another great story. So we need the awareness. Low awareness outside of the United States in many of our programs across the world. And these games, by pushing out all these fantastic stories that we're hearing about, are helping to spread the message, elevate our athletes to another level, and ensure that we get the government engagement that we see coming so willingly and so generously here in Germany. So thank you. Christiane. Jetzt haben wir wirklich mitgekriegt, was wir alles noch zu tun haben in den nächsten Jahren, was wir alles nutzen können von den Spielen hier. Wie siehst du das? Jetzt ist die Frage Christiane oder Juliane. Ich nehme den Ball mal ganz kurz auf. Erstmal vielen Dank an Mary für diese wunderbaren auch Dankesworte für diese Spiele. Wir hatten schon vorher ein gutes Selbstbewusstsein, aber durch deine Einlassung heute Morgen können wir uns auch wirklich geehrt fühlen, dass wir die Spiele sehr, sehr gut gestalten konnten. Und dafür möchte ich mich einfach bei Special Olympics International an dieser Stelle herzlich bedanken. Ich habe ja später noch mal eine Frage, deshalb würde ich jetzt gerne weitergeben an Juliane. Oder vor einigen Wochen haben wir uns ja schon mal getroffen, als wir die Briefmarke der Öffentlichkeit präsentiert haben. Da haben wir alle noch gerätselt, voller Vorfreude natürlich, wie die Spiele jetzt werden und dann, wie werden sie angenommen, wie viele Menschen werden sie kommen. Welche Begegnungen hatten Sie denn jetzt hier und was haben diese Weltspiele mit Ihnen ganz persönlich gemacht in der Zeit der Vorfreude bis jetzt? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich habe in der letzten Woche, ich war bei der Eröffnungsfeier, die wahrscheinlich alle von uns verfolgt haben, wo wir alle Gänsehaut hatten. Ich war bei Wettbewerben beim Tischtennis, der rhythmischen Sportgymnastik, Basketball, durfte eine Siegerehrung vornehmen. Und ich glaube, das, was ich erlebt habe, haben wir alle erlebt. Herausragende
sportliche Leistung, großen Respekt, große Menschlichkeit, Freude und Zusammenhalt. Aber ich glaube, das, was wir vor allem erlebt haben in den letzten 8 Tagen, war ein Doppelwumms für Inklusion, um es so auszudrücken. Weil ich finde, die Zahlen, wenn man sich darüber nachdenkt, was mit den Special Olympics erreicht wurde, im Zentrum die 7000 Athletinnen und Athleten. Und ihnen haben wir es zu verdanken, dass wir gesehen haben, dass Inklusion funktioniert und vor allem, wie Inklusion funktioniert. Athletinnen und Athleten aus fast 180 Ländern. Wir hatten bei der Eröffnungsfeier 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich habe gehört, dass alleine gestern bei den Wettkämpfen 17.000 weitere dabei waren. Also was das auch für eine Wirkung und für ein Interesse hervorgerufen hat. Wir haben 1.800 Medienvertreterinnen und Vertreter aus der ganzen Welt hier in Berlin, die über die Special Olympics berichtet haben. Mary Davis hat eben darauf hingewiesen. Wir haben 16.000 Volunteers. Wir haben, das ist mir auch nochmal wichtig zu betonen, um mich dort zu bedanken, die 200 Host Towns in Deutschland, die im Vorfeld der Spiele Delegationen bei sich aufgenommen haben und in 200 Städten im ganzen Bundesgebiet nicht nur die Special Olympics bekannt gemacht haben, sondern dort auch ganz praktisch gezeigt haben, wie Inklusion funktioniert. Und es ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass beispielsweise beim RBB über 500.000 zugeschaut haben, dass in den Zusammenfassungen der ARD fast 700.000 Zuschauer und Zuschauerinnen dabei waren und von den Special Olympics gesehen haben, gehört haben und die wunderbaren Bilder gesehen haben. Deswegen geht mein allererster Dank natürlich an die Athletinnen und Athleten, aber vor allem an das Organisationskomitee hier in Deutschland, die einen ganz tollen Job gemacht haben mit ganz viel Professionalität und mit genauso viel Herz. Und ich glaube, das hat dies alles mit ermöglicht. Mein Dank geht genauso an die Volunteers, die gezeigt haben, mit wie viel Engagement sie hier auch die Spiele unterstützt haben und möglich gemacht haben. Und ich kann Ihnen auch sagen, als Bundesinnenministerium, das ja für den Sport zuständig ist, unser Blick geht natürlich auch schon auf das Jahr 2024, wenn die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland stattfinden wird. Und was die Special Olympics jetzt schon geschafft haben, ist, dass sie Standards gesetzt haben für inklusive Sportgroßveranstaltungen. Denn viele der Volunteers, die hier waren, waren Volunteer-Tandems mit Menschen mit und ohne Behinderung. Und genau das werden wir jetzt auch auf die Fußball-Europameisterschaft übertragen, wo man schon das erste Mal Erbe sieht der Special Olympics, die ersten Spuren, die bei uns hinterlassen werden. Und was ich mir wünsche, dass wir den Schwung, dass wir die Energie, die Freude, auch die Machbarkeit aus den letzten Tagen mitnehmen und dass sich viele von uns und jeder von uns fragt, auch wie können wir dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft inklusiver wird. Wenn ich das sehe mit Blick auf den Sport, nur 8% der Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung machen Sport in einem Verein. Und wenn wir jetzt das nutzen können, die Erfahrung aus den letzten Tagen, wo wir so viele, nicht nur die Athletinnen und Athleten hatten, aber auch die Wettkämpfe mit so vielen 1000 Zuschauern mit und ohne Behinderung. Wir hatten ein riesiges Rahmenprogramm in der Stadt, wo Menschen mit und ohne Behinderung zusammengekommen sind, wo wir gesehen haben, Inklusion funktioniert nicht so, nur Inklusion macht wahnsinnig viel Freude, dass wir diesen Schwung, diese Energie mitnehmen und uns eben auch in den Sportvereinen fragen, dass sich der Sport, wir gemeinsam daran arbeiten, wie eben auch mehr von ihnen künftig Sport in Vereinen ermöglicht werden kann. Ich hatte Sie gerade fragen wollen, wie man diese Kräfte eigentlich übertragen kann. Das haben Sie ja schon fast beantwortet jetzt, dass wir in die Sportvereine mit reinnehmen. Aber es ist auch wirklich, wie können wir denn aus diesem Ereignis mit diesen Kräften, die Sie auch eben geschildert haben, wie kann man das nutzen für künftige große Ereignisse? Wie kann man das auch zum Beispiel in Bewerbungen mit einbauen? Ich glaube, also wie gesagt, das eine hatte ich darauf hingewiesen, die Volunteer-Tandems. Haben wir gesehen, wie gut die funktionieren, wie sehr sie auch die Spiele unterstützt und zusammen ermöglicht haben. Da sind wir schon dabei oder sind schon in der Umsetzung zu schauen. Oder es ist schon klar, dass es das auch bei der Fußball-Europameisterschaft geben wird. Ich finde, ein anderer Punkt, von dem man sich sehr viel abgucken kann, sehr viel lernen kann, ist das Hosttown-Programm, was gezeigt hat, es war in Berlin haben die Special Olympics stattgefunden, aber die Special Olympics haben auch im ganzen Land stattgefunden, nämlich in 200 Städten bundesweit. Und die haben davon profitiert, dass die Sportgroßveranstaltung hier in Deutschland war.
Ohne die Sportgroßveranstaltung in Deutschland hätten Sie nicht den Besuch von den Delegationen gehabt, hätten Sie nicht konkrete Anstöße bekommen, wie man Inklusion vor Ort umsetzen kann, hätten Sie nicht. Ich habe Termine gesehen von Nancy Faeser als Bundesinnenministerin, die in Wetzlar war, wo die kostarikanische Delegation war, wo ein riesiges Fest stattgefunden hat mit Bürgerinnen und Bürgern, mit der Delegation zum Thema Inklusion. Das hätte es alles nicht gegeben, wenn wir nicht diese Sportgroßveranstaltung gehabt hätten. Und so wird es noch weitere Punkte geben, wo wir von den Special Olympics lernen können, weil sie einfach das so konkret gemacht hat und nicht über Inklusion nur allgemein geredet hat, sondern einfach gezeigt hat, wie es geht und dass es geht. Mhm. Frau Böker-Giannini, da kann man nicht meckern. Das kennt man in Berlin, dieses Wort. Wir haben so viel Lob gehört. Ich glaube, das können Sie jetzt auch sagen. Da kann man nicht meckern zu den Spielen. Das hat man auch von Berlinerinnen gehört. Haben Sie die Berlinerinnen hier überrascht in dieser Woche, wie die reagiert haben auf die Spiele und wie kann man das, wie die Berlinerinnen hier reagiert haben, auch mit für andere Ereignisse übertragen? Weil man ja oft sagt, sie sind sehr reserviert, die Berliner, wenn es darum geht, dass hier in der Stadt was stattfindet. Nein, die Berlinerinnen und Berliner haben mich natürlich gar nicht überrascht, weil Berlin ist einfach vielfältig, Berlin ist bunt, weltoffen und natürlich sind die Berlinerinnen und Berliner auch begeisterungsfähig. Und ich glaube, das haben sie jetzt in der Woche gezeigt und der letzte Kick, den es gebraucht hat, war die gerade ja schon genannte Eröffnungsfeier, wo es, glaube ich, mit den Emotionen, die darüber gekommen sind, mit den 50.000 Menschen, die im Stadion waren, mit den Fernsehbildern, die aber auch rausgesendet wurden von der Begeisterung, von der Freude, glaube ich, einfach den letzten Rest dann auch nochmal für die Berlinerinnen und Berliner gegeben hat, um die Spiele hier anzunehmen und hinzugehen. Und dass das geklappt hat, zeigen ja die Zahlen, die gerade auch schon genannt wurden. Die Hallen mussten teilweise geschlossen werden, weil einfach so viele Besucherinnen und Besucher da waren. Und ich glaube, das hat ganz deutlich gemacht, wie sehr Berlin diese Spiele angenommen hat und wie viel Spaß und Begeisterung auch in der Bevölkerung war. Und ich möchte mich gerne dem Dank auch nochmal anschließen an alle, die das möglich gemacht haben, nämlich die Athletinnen und Athleten natürlich zuallererst, aber auch die Volunteers und alle Offiziellen, die tatsächlich auch die Freude und Begeisterung an den Spielen transportiert haben in die Stadt und es uns jetzt auch möglich machen, damit weiterzuarbeiten, weil ich glaube, es ist natürlich eine große Herausforderung, jetzt das Thema der Inklusion auch weiter zu bearbeiten, aber es ist eben auch eine Riesenchance, die diese Spiele bieten. Und ich glaube, wir haben auch da schon eine Menge gemacht. Es wurde ja gerade auf Bundesebene auch schon einiges angesprochen. Ich möchte es noch ergänzen mit dem Landessportbund, der im Rahmen der Spiele ja sein großes Familiensportfest gemacht hat, wo auch nochmal deutlich wurde, wie viele Sportvereine sich jetzt auch auf den Weg gemacht haben, sich mit Inklusion auseinanderzusetzen und Teil dieser Veranstaltung zu sein. Ich glaube, auch da kann man sehr gut dran ansetzen. Und dazu natürlich noch, wir haben als Berlin ein großes Programm aufgelegt mit 14 Projektpartnerinnen und Projektpartnern aus Kultur, aus Sport und Bildung, wo die Museumsinsel beteiligt war, das Theater Tick war, die Tanzkompanie Tanzfähig, das Humboldt-Forum, der Friedrichstadtpalast, aber auch der VBB, um nur einige zu nennen und um nochmal deutlich zu machen, wie viele verschiedene Organisationen sich mit dem Thema Inklusion auseinandergesetzt haben und wie breit das an der Stelle auch aufgestellt ist. Und ich glaube, da müssen wir jetzt dran weiterarbeiten, weil die Offenheit ist da und die Berlinerinnen und Berliner haben es, glaube ich, gezeigt, wie begeisterungsfähig sie sind. Ja. Sie haben gerade den Landessportbund angesprochen, der war auch hier und hat uns mit vielen, vielen Vereinen besucht. Sie waren bei den Veranstaltungen dabei. Herr Wegener hat hier zu Beginn der Spiele auch gesessen. Er hat so, lassen Sie es mich mal so aussuchen, nicht ganz vielleicht, aber einen goldenen Plan des Sports verkündet hier bei der Pressekonferenz. Aber er hat angedeutet, dass schon vieles passieren wird in Berlin. Unter dem Eindruck der Spiele, was wird denn und was kann noch passieren? Sie haben eben schon einiges angedeutet, aber was kann noch passieren in der Sportmetropole? Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, das ist eine große Chance tatsächlich für Berlin und für die Sportmetropole Berlin, auch in Zukunft die Sportgroßveranstaltungen, die wir ja haben werden. Also ich nenne jetzt einfach kommend die U21-Handball-Weltmeisterschaft, aber auch die Bogen-WM oder die Handball-Europameisterschaft im kommenden Jahr oder die Fußball-Europameisterschaft, die noch folgt. Das sind ja alles große Veranstaltungen, wo man genau das aufnehmen kann, nämlich jetzt zu gucken, wie können die auch inklusiver gestaltet werden.
Da sind die Volunteers gerade schon genannt worden. Das ist, denke ich, eine große Chance. Aber wir haben natürlich auch das ganze Thema der Sportstätten in der Stadt. Und auch da liegen, glaube ich, viele Möglichkeiten bei uns, jetzt darauf zu achten, dass die Sportstätten inklusiver werden im Bau, aber auch in den Sanierungen. Und wir haben in Berlin natürlich auch noch ein großes Projekt, nämlich den Jahn-Sportpark, der entsprechend der erste inklusive Sportpark werden soll mit einem Inklusionsstadion, wo wirklich alle Menschen Sport treiben, aber auch Sport erleben können. Und das wäre ein Leuchtturmprojekt, was wir jetzt vorantreiben werden, was die Inklusion in Berlin, aber ich glaube auch deutschlandweit sicherlich voranbringen wird. Sven, du warst die letzten Tage sehr emotional. Wir haben dich sehr oft erlebt hier, wie du voller Freude durch die Hallen gegangen bist. Du hast dann gesagt, das Basketballspiel war dein emotionales Erlebnis. Aber jetzt mal ganz weg von den Emotionen. Du bist ja auch jemand, der hier bei uns als Funktionär quasi arbeitet und mal beurteilt, wie sind die Spiele denn überhaupt gelaufen? Wie ist dein Fazit aus organisatorischer Sicht? Ja, ich glaube, wenn man jetzt im Sport bleibt, kann man sagen, dass wir zusammen über uns hinausgewachsen sind. Für uns war ein ganz, ganz großes Ziel natürlich, den Athletinnen und Athleten eine besondere Bühne zu bieten. Es ist jetzt schon häufiger benannt worden. Wir hatten eine sehr ambitionierte Zielsetzung für uns, nämlich knapp 300.000 Menschen in die Veranstaltung mit einzubinden. Und das Ziel haben wir sogar übertroffen mit über 330.000 Zuschauenden, die zu den Spielen gekommen sind, die an den Rahmenveranstaltungen daran teilgenommen haben. Und ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft aus meiner Sicht von den Spielen in Berlin, dass wir es geschafft haben, den Athletinnen und Athleten in einzigartiger Form eine Bühne zu bieten, die wir, glaube ich, sehr selbstbewusst sagen können, die es bisher bei Special Olympics so nicht gab. Und das ist, glaube ich, für uns ein ganz, ganz großes Ziel, was wir erreicht hatten. Wir hatten insgesamt über 800 Stunden Sport, Wettbewerbe und Training, wenn man sich dahinter die Logistik natürlich vorstellt. Es waren knapp 1200 Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen im Einsatz, die dafür gesorgt haben, dass die Wettbewerbe so toll durchgeführt werden konnten. Was besonders schön auch war, waren natürlich die vielen Schulen, die wir begrüßen konnten. Allein knapp 20.000 Schülerinnen und Schüler aus Berlin, Kitas, sind zu den Wettbewerben gekommen und haben, glaube ich, ganz besondere Erfahrungen gesammelt. Es ist das Gesundheitsprogramm schon angesprochen worden. Die Bedeutung, und ich will auch hier nochmal eine Zahl nennen, in den letzten 7 Tagen oder 9 Tagen sind knapp 14.000 Screenings in den unterschiedlichen Bereichen durchgeführt worden. Auch das nur durch ein herausragendes Engagement von ganz, ganz vielen Menschen, die es umgesetzt haben. Natürlich ging es auch darum, den Athletinnen und Athleten eine gute Grundlage zu bieten. Und die Logistiker sind ja immer sehr im Hintergrund. Und wenn etwas nicht klappt, dann ist es sehr laut. Wenn es gut läuft, dann ist es eher leise. Aber ich will einfach auch noch mal eine Zahl nennen, dass allein 61,5 Tonnen Essen in den letzten Tagen ausgegeben worden sind. Ich weiß gar nicht, wie viel Getränke wir nachher ausgegeben haben, aber das muss ja irgendwie auch irgendwo hinkommen. Und da haben ganz, ganz viele Menschen im Hintergrund für gesorgt, dass den Athletinnen und Athleten sowohl bei den Sportstätten, Sportarten, aber natürlich auch bei allen Rahmenveranstaltungen ein entsprechendes Umfeld geboten worden ist. Und letzter Aspekt von meinerseits, was uns besonders wichtig war, auch das Thema der Barrierefreiheit. Auch das, glaube ich, ist in vielen Dingen sehr, sehr gut gelungen. Ich gucke mal hinten in die Kabine. Es waren allein 71 Übersetzerinnen und Übersetzer in leichter Sprache täglich im Einsatz, um die Barrierefreiheit für unsere Athletinnen und Athleten herzustellen. Auch das alles im Hintergrund. Und daher sind wir dort, glaube ich, auch ein gutes Stück vorangekommen. Auch für Special Olympics weltweit, gerade was das Thema Barrierefreiheit und andere Sportgroßveranstaltungen Standards zu setzen, die hoffentlich umgesetzt werden können. Letzter Satz oder letzte Anmerkung meinerseits. Ich sitze hier stellvertretend, das möchte ich nochmal ganz doll unterstreichen. Will mich ganz, ganz herzlich bedanken. Uns wird ja häufig immer darüber geredet, was nicht gut ist. Aber ich glaube, für die sehr, sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Land Berlin und dem Bund, für das große Vertrauen des Präsidiums und insbesondere heute stellvertretend für das Organisationskomitee und die Mitarbeitenden von Special Olympics Deutschland, die in den letzten 4 Jahren einen herausragenden Job gemacht haben, dass ich heute hier sitzen darf und diese Zahlen benennen kann. Vielen Dank, Sven. Du hast die Teamarbeit angesprochen und deshalb sind wir auch ganz, ganz besonders froh und bedanken uns sehr herzlich, dass Birgit heute hier bei uns auf dem Podium sitzt. Birgit hat die ganzen Tage bei uns im Medienzentrum als Volunteer gearbeitet und Birgit, vielleicht kannst du uns mal erzählen, was dich dazu bewogen hat,
diesen Job anzunehmen und wie du ihn empfunden hast hier die Tage. Okay. Ich finde es einfach von der Idee her, Inklusion so zu leben, so fantastisch, dass ich da einfach helfen musste. Da musste ich herkommen helfen. Ich saß meistens im Zentrum und habe gestrickt. Ich stricke zu Hause für Obdachlose, damit die minder warme Füße haben. Das ist einfach das Helfen. Birgit war bei uns immer die gute Seele hier im Zentrum. Sie hat die Leute morgens begrüßt, immer mit einem fröhlichen Lachen. Und sie hat mir gerade erzählt, dass das das Schönste war für alle, dass sie hier reingekommen sind und dabei auch einen wunderbaren Tag hatten und hier richtig schön in die Arbeit gekommen sind. Und kannst du uns das vielleicht noch einmal erzählen, was du gemacht hast mit dem Stricken? Weil das war das Besondere, das wir gesehen haben. Birgit war hier, saß auf ihrem Platz und wir müssen auch erklären, warum du sitzen musstest und hast gestrickt. Ich selber bin eingeschränkt und habe kaputte Hüften und kaputtes Kreuz und kann im Prinzip nur im Sitzen arbeiten. Also viel stehen, gehen geht nicht mehr. Und nachdem das klar war, dass ich hier die Gepäckstücke bewachen darf, dann habe ich einfach mal einen Stricksack ausgepackt und habe gesagt, okay, da kann ich ja doppelt Gutes tun. Einmal die Gepäckstücke bewachen und gleichzeitig für meine Leute zu Hause stricken. Ja. Sie unterstützt damit auch ein Projekt bei ihr in der Heimatstadt, wo, glaube ich, noch 7 oder 8 andere Frauen mit daran arbeiten. Und damit haben wir gesehen, was Volunteering hier wirklich alles bewirken kann. Vielen Dank, Birgit, dass du auch hier heute nochmal hergekommen bist, obwohl Gerne. Du eigentlich heute schon einen freien Tag hast. Gerne. Christiane, du saßt hier auch am Auftakt und hast schon gesagt, du bist überwältigt. Gibt es eigentlich noch eine Steigerung von Überwältigung? Naja. Also die Eröffnungsfeier hat mich einfach wegen ihrer Emotionalität und ihren fantastischen Auftritten aller Delegationen durch die Athletinnen und Athleten schon einfach zu Tränen gerührt und da hat sich auch nichts dran geändert. Also das war einfach eine ganz wunderbare Veranstaltung. Ich glaube, alle, die da waren, haben das gespürt, dass das so ein Moment ist, wo man nicht so viele von im Leben hat und wo man auch viele, viele Jahre später noch drüber nachdenken kann. Aber so, wie so meine Art ist, richte ich den Blick schon nach vorne. Ja, denn nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Zunächst möchte ich aber nochmal danken eigentlich allen, die hier auf dem Podium sitzen, den Athletenvertreterinnen und Vertretern, natürlich der großen und fantastischen Organisation von SOI, der Bundesregierung und dem Land Berlin und zuletzt auch Sven Albrecht stellvertretend für das Organisationskomitee, was einfach einen ganz, ganz tollen Job gemacht hat. Und ich bin auch erleichtert, dass alles so gut funktioniert hat. Jetzt der Blick nach vorne. Ich will mal 3 Perspektiven einnehmen und das nur ganz kurz. Erstens die Perspektive der Athletinnen und Athleten. Ich wünsche den Athletinnen und Athleten, dass sie das, was sie hier bei den Spielen empfunden haben, nämlich Selbstbewusstsein, Selbstvertretung, Gestaltungswillen und Gestaltungskraft von Athleten für Athleten, dass sie das auch in ihrem weiteren sportlichen Leben und auch in ihrem Leben in der Gesellschaft weiter so leben können. Mein 2. Wunsch, da nehme ich jetzt die Perspektive der weltweiten Sportevents ein. Und Juliane Seifert ist ja in ihren Worten schon sehr stark darauf eingegangen. Wir haben was Gutes hingekriegt und dieses Gute kann auch auf andere Weltsportveranstaltungen übertragen werden. Das ist das inklusive Tandem. Das ist die Barrierefreiheit, das ist die leichte Sprache, das ist die mediale Zusammenarbeit. Also es gibt viele Beispiele der Übertragbarkeit bis hin zu technischer Brillanz und Perfektion, die es bei diesen Spielen auch gegeben hat. Und die 3. Perspektive ist die Perspektive für unseren Special Olympics Deutschland Verband. Wir haben uns durch die Jahre der Vorbereitung auf die Spiele enorm entwickeln können. Wir sind stärker geworden in allen Bundesländern, mit dem Hometown-Programm auch in vielen Kommunen. Wir haben Modellprojekte vor Ort durchführen dürfen, die alle eingezahlt haben auf ein einziges Ziel,
zusammen inklusiv, wir wollen zusammen Deutschlands größte Inklusionsbewegung auch in die Zukunft tragen. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir natürlich auch, wenn wir einmal tief durchgearbeitet haben, sagen müssen, wir brauchen euch alle. Wir brauchen die Medien. Wir brauchen die Politik. Wir brauchen sie auf allen Ebenen, Bund, Länder und Kommunen. Wir brauchen die Gesellschaft. Wir brauchen die Sponsoren. Wir brauchen einen weiteren Diskurs zu all den Themen, die heute angesprochen wurden. Und die gehen teilweise über den Sport hinaus. Die gehen in den Bereich Gesundheit, in den Bereich Arbeitsmarkt, in den Bereich Bildung. Das Global Forum for Inclusion war ein großartiger Ansatz, bis hin zum Bereich Kultur. All diejenigen, die jetzt so lange mit uns gestritten haben, im positiven Sinne zusammengearbeitet haben, um deren Unterstützung im Sinne der Inklusion für unsere Athletinnen und Athleten, wünsche ich mir, dass Sie auch in Zukunft diese Zusammenarbeit so fortsetzen. Dankeschön. Christian, ich glaube, das war jetzt das wirklich letzte offizielle Wort hier auf dem Podium, außer wenn Sie noch Fragen haben. Die letzten Fragen hier bei den Special Olympic World Games hier in den Pressekonferenzen. Thomas Schlemer. Wenn mehr Athleten in die Vereine kommen sollen, dann müssen aber vorher Programme aufgelegt werden, dass die Vereine dafür sensibilisiert werden und richtig umgehen. Gibt es da schon irgendwelche Projekte? Ja. Ich kann Ihnen sagen, dass wir als Bund und auch zusammen mit dem Land Berlin wollen nach der Sommerpause einladen zu einer Runde mit den Akteurinnen und mit den Akteuren im Sport in Deutschland, auch mit Special Olympics Deutschland, um da genau darüber zu sprechen, was gelernt worden ist und was auch jeder und jede im Kleinen wie im Großen tun kann, dass wir weiter vorankommen. Aber das ist für uns klar, die Special Olympics sind nicht mit dem heutigen Tag beendet, sondern sie sollen Motivation sein, in dem Bereich mehr zu machen. Und es ist auch klar, Christiane Krajewski hat es eben sehr eindrücklich gesagt, dass das nur als Teamleistung funktionieren kann. Vielleicht noch eine Ergänzung. Wir haben im Zuge dieses lokalen Engagements, insbesondere durch zwei Modellprojekte, wir gehören dazu und live, haben wir auch zahlenmäßig konkret Vereine für Inklusion geöffnet. Wir haben Trainerfortbildungen gemacht. Und was ich besonders beachtlich fand, wir haben auch Athletinnen und Athleten als sogenannte Teilhabeberater ausgebildet. Das heißt, das, was sie gelernt haben, können sie auch weitergeben in der Organisation und auch lokal vor Ort. Darum geht's. Ich kenne die Schwierigkeiten. Natürlich, ein Verein muss vorbereitet sein. Ein Athlet oder eine Athletin muss die Chance haben, auch barrierefrei und mit Hilfe von Verkehrsmitteln in den Verein zu gelangen. Es gibt eine Menge praktischer Fragen und nur die großen Worte allein reichen nicht. Sie können aber sicher sein, wir arbeiten weiter. Wir müssen daran arbeiten, dass wir nicht nur daran arbeiten, was wir tun, wie wir es tun. Wir müssen daran arbeiten, wie wir erfolgreich Inklusion und Freiheit für Menschen mit oder auch ohne Behinderung arbeiten. Es bringt nicht nur darüber zu reden, wir müssen es tun. Ob wir es in den Werkstätten vereinbaren, ein Sportzentrum vielleicht zu errichten und dass die keine langen Wege haben, weil vielleicht Menschen nicht laufen oder vielleicht gehen können, weil sie vielleicht im Rollstuhl sind. Deshalb ist es wichtig, Projekte zu fördern für Werkstätten, dass die gemeinsam Sport treiben können, dass sie auch gesund leben können und vielleicht nicht in Fettleibigkeit sterben. Frau Böcker-Janini. Vielleicht ergänzend dazu nur auf Landesebene, das, was wir schon tun, ist zum Beispiel ein Inklusionsmanager, der beim Landessportbund angedockt ist. Da wird die Stelle entsprechend verlängert. Es werden sogar zwei draus
Das ist, glaube ich, ein großer Punkt, um das Thema Inklusion auch noch mal weiter in die Vereine zu tragen. Und in Berlin wird es die Fördervereinbarung Sport jetzt wieder neu aufgelegt mit dem Landessportbund geben. Die läuft schon, wird aber gerade überarbeitet. Und da wird das Thema Inklusion auch einen deutlicheren Rahmen geben oder bekommen, als bisher war. Hallo, guten Tag. Ich bin Therese von der EIPS. Und ich möchte Frau Krajewski fragen, also Sie sind auf drei Aspekte eingegangen, aber was ist denn mit der Familie, mit den Familien von diesen Athleten? Was können Sie dazu sagen? Die Familie spielt für viele Athletinnen und Athleten eine Riesenrolle und wir wissen, dass die Familien unendlich viel Zeit und auch Herz aufwenden, um den Sport für ihre Angehörigen mit geistiger Beeinträchtigung zu organisieren. Beim Familienempfang im Berliner Zoo habe ich gesagt, dass wir ein etwas weiteres Familienverständnis haben. Familie ist, was der Athlet in seinem Herzen trägt. Und das können auch gute Freunde sein, das können auch Klassenkameraden und Kameradinnen sein und das kann auch das Sportumfeld sein. Also alle, die mithelfen, gehören in dem Sinne zu unserem Familienbegriff. Vielen Dank. Sie haben gerade die Zahl 16.000 Volunteers erwähnt, Herr Albrecht. Sind die denn noch alle angetreten? Weil man hat immer wieder gehört, dass viele ausgefallen sind. Und von in der Gruppe habe ich mal gehört, dass 50% nicht erschienen sind. Also wie viele sind denn letztendlich angetreten von den Volunteers? Also ich kann Ihnen jetzt gar nicht die ganz genaue Zahl sagen, aber ich glaube, wir hatten knapp über 14.500 allein in Berlin jetzt, die ihre Akkreditierung abgeholt haben. Dazu kommen ja noch die Volunteers, die in den Host Towns aktiv waren. Wir hatten natürlich ein gewisses Schichtprinzip. Sie können sich das vorstellen, ich weiß gar nicht ganz genau, ob Gerhard, du das im Kopf hast. Ich glaube, das waren Tausende von Schichten, die wir besetzen mussten. Und deswegen gab es in einigen Aspekten an einigen Tagen einen Engpassfaktor. Gleichermaßen gab es mal an einigen Tagen in einigen Bereichen, dass wir fast zu viel Volunteers hatten. Aber im Durchschnitt sind wir nie in eine Situation gekommen, dass wir in irgendeiner Form eine Gefahr für die Veranstaltung hätten. Wir hatten eine Quote von 89% der Volunteers, die schlussendlich erschienen sind. Dazu kommen natürlich Krankheiten etc., was alles dazu kommt. Deswegen sind wir sehr, sehr froh und dankbar, dass die Volunteers in dieser großen Anzahl erschienen sind und vor allen Dingen wiedergekommen sind. Und das ist ja ein gutes Zeichen, dass die Aufgabe auch Spaß gemacht hat. Gut, dann vielen Dank. Wir werden sicher noch ein Foto und ein Gruppenfoto machen. Ich bedanke mich bei der Gruppe, aber ganz besonders bei unserer Athletin Hannah Atkinson, bei Herrn Heckel, dass ihr hier dabei wart und bei Birgit, dass du deinen freien Tag auch nochmal genutzt hast, hier bei uns dabei zu sein. Vielen Dank, dass Sie alle da waren. Vielen Dank für die schöne Zeit. Danke Ihnen und bis bald. Berlin lädt ein zu den Special Olympics World Games. Die weltweit größte Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Alle Infos unter berlin2023.org.